Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 22 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewinnen können und spielen jetzt in der Conference League gegen Sporting Braga zu Hause. Oder? Ja, doch zu Hause. Dazu nehmen wir unsere Rotation 1. Paris hat den noch wiedersehen. Wir haben drei neue Nachrichten. Gucken wir uns die mal an. Mannschaft der Woche. Reserva gegen München Gladbach gespielt und wie? 2:1 leider verloren. Michael Sponsel erreicht eine Erfahrungsstufe, das ist schön. Dann nehmen wir in die erste und spielen gegen Braga mit Konter. Weil die Portugal in Portugal spielen, ein bisschen stärker sind. Wir spielen jetzt auf 50% Flanken. Das Spiel nochmal aus, speichern das in der, die Taktik mal ab. 4-4-2 mit Raute. Paris erzählen auf Wiedersehen. Dann kommt das Spiel wieder an. Und gehen so in die Trainingswoche rein. Warum mache ich das Konterspiel? Weil wir jetzt Europapokalspiel haben und danach gegen Freiburg in der Bundesliga spielen. In Freiburg würde ich dann mit Konterspiel spielen. Jugendspieler entdeckt. Oh, sicher, nehmen wir an. Wir müssen mal kurz bei den Scouts gucken. Jugendscouts. Da ist alles voll. Da ist alles voll. Und hier ist nicht alles voll. Dann geht der Lars Ricken mal gucken. Mein Jugendtrainer. Let's go. Ab zum Golfen. Und weiter geht's. Scouting wurde abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Fanartikelverkauf. Machen wir jetzt die Produktion. Fanartikelproduktion. Auf Level 6. So mache ich das. Jugendspieler entdeckt Martin. Hör ich auch an. Ja, kann man noch mal nehmen, würde ich sagen. Robustheit auf jeden Fall. Und Freistöße auf jeden Fall. So, Ballkontrolle, Dribbling und Schusskraft. Ja, würde ich wohl sagen, nicht? Das sieht doch gut aus. Scouting wurde abgeschlossen, haben wir schon gemacht. Golfen und mache jetzt das dritte Spiel gegen Braga.
erreichen. Bin ich gespannt. So, erstmal hier. Wir haben eine Chance. Freistoß für uns und kein Tor. Schade, 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 schade. Und weiter geht's. Freistoß für uns. Und 1:0 durch Murabi. Weiter geht's. Freistoß für uns. Und nichts passiert. Außer Spesen nichts gewesen. Was bei solchen dicken Popo kann man machen, dass die uns nicht immer so überrollen, sag ich mal auf Deutsch. Na, wir lassen die erstmal weiter mit dem System spielen, dass sie sich einspielen. Und nichts passiert. Ecke für uns. Und nichts passiert. Schade, 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 schade. Und 2:0. Louis Schaub. Sehr gut, Kameraden. Nichts passiert. Weiter geht's. Angriff für uns. Und 3:0. Durch Tigges. Was? Ist gut. Was ist gut? Das ist gut. Meine Güte. Ich erzähle wieder einen Quark. Und 4:0 durch Digges. Da kann man ja nicht meckern. Da kann man nicht schlecht meckern. Oder gar nicht meckern, sagen wir so. Das war eine Lückenübungsschwere. Aber außer Spesen nichts gewesen. Nichts passiert. Weiter geht's. Den Show müssen wir gleich in der Halbzeit runternehmen, wenn er eine gelbe Karte gesehen hat. Das kann man, da kann man doch nicht meckern. Das sieht sehr gut aus. Wir lassen Konterspiel an. Holen den Schaub für Duda rein. Also tun den Schaub für Duda rein. Den Duda für Schaub rein, sagen wir so. Und machen hier ein bisschen massieren. Union massieren wir. Und den Schmitzebinho, Schmitzebilla. Genau. Wir sagen mal die Ansagen, mal zum Co-Trainer. Aussetzung mal unter Co-Trainer und weiter geht's. So, spielen wir mal. So und so. Oder so und so, oder so und so. Ja, so und so. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Mein Ball. Na, Jungs.
Entschuldigung, ich musste gerade mal husten, hat man ja gehört. Weiter. Ich will Angriffe sehen, Jungs. Elfmeter? Nein, doch nicht. Schade, schade, schade. Gelbe Karte von Morabi. Freistoß für uns. Gelbe Karte von Braga. Nichts passiert. Außer Spesen nichts gewesen. In der 70. Minute lösen wir das Konterspiel auf. Ich bin jetzt mal ein gleich. 68. 61. 70. So. Gut, dann haben wir die Auswechslung. Wir holen den Mora B raus für den Obus. Taktik. Konterspiel aus. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Und let's go. Jetzt holen wir den Mora B raus. Jawohl. Von Marvin Obus. Und schon passiert mal ein Tor. 4 zu 1. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen. Katabok kommt für Jon rein. Und 5 zu 1 durch Obus. So mag ich das. Kuckuck. Anders. Immer weiter, 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 weiter. Und 6-1. Durch Digges. So mag ich das doch. Kann man doch nicht meckern. Da kann man ja nicht schlecht meckern. Weiter geht's. So. 3, 6 zu 2. Am 6-2 Sieg. Das ist super. Kann man nicht schlecht meckern. Da kann man ja nicht meckern. So, nächste Woche geht es dann gegen Freiburg weiter im Videotext-Modus. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder gegen Spiel in der Bundesliga zum Spiel in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Bis Montag dann. Ciao, ciao.